Ah. Pass doch auf. Geh mir aus dem Weg. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte.
Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Kämpften barfuß. Die Sirenen haben sie wohl überrascht. Die Kehle wurde von Klauen zerfetzt. Sirenen. Sie wurden überrascht. Hier sind den Angriff aber durchgekommen. Ich brauche mehr Hinweise. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Hier hat jemand Deckung gesucht. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Ist weiter, obwohl er kaum noch laufen konnte. Noch eine Spur. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen. Wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt.
Da drüben kocht was. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Nimm das Wasser doch heiß! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Ein Troll, natürlich. Gut, Troll. Jetzt du fangen. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Ich hab fair gewonnen. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Pipi. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Chalmar. Chalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Chalmar? Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu finden. Auf Art Skellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Chalmar, Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Chalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Wir sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Ceres und ich. Ceres erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Ceres? Aber sie... Nun, sie ist... Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt? Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders, weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Mir auch nicht.
Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Speaker Rook. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Sie war noch nicht zurück, als ich Arzt Gallic verließ. Hast du eine Idee, wo Hjalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Hjalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten. Und gesehen, wie Egner von Faroe Hjalmars Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Hjalmar gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Gut, gehen wir. Zeit zu sterben.
Spuren. Der Riese hat sie gejagt. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen.
Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Hey!
ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Arvid Antordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Kennst du dich auf der Insel aus? Ich war noch nie hier. Sagen wir, ich habe den Clan Tordaroch nie sehr gemocht. Um ehrlich zu sein, wird er von niemandem auf Arzkellig wirklich gemocht. Lass uns gehen. Thank you.
Die hat den halben Köcher abbekommen. Oh, ihr Götter, das sind fast 20, aber kein Chalmar.
Volan, ich dachte, du wärst tot. Wo bist du gewesen? Ceres ist nach Speaker Rogue. Allein. Aber du konntest ja nicht warten. Du musstest dich wegschleichen, als ob dir jemand den Riesen wegnehmen würde. Ceres, sie hat also Anspruch auf den Thron angemeldet? Und du wärst lieber bei ihr? Ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt. Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern.
Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Beeilung, kein Herumgetrödel. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na, wundervoll. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Sein. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte! Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Verschwindet! Der Hurensohn gehört mir! Halt's Maul, du Idiot.
Was jetzt, du Stück Dreck? Lassen sollen. Ist nicht deine Schuld. Bei Viggy wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Vic zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Vielleicht hätte ich allein lossegeln sollen. Wie Ceres. Bereust du es, dass du zu dieser Expedition aufgebrochen bist? Warum denn? Der Riese ist tot. Und die Bewohner von Undvik können nach Hause zurückkehren. Und Ceres? Ist sie schon wieder zurück? War noch nicht zurück, als ich Artskellig verließ. Sie ist nach Spikerok, sagst du. Sie möchte sich wohl dem stellen, was Udalric langsam umbringt. Manche sagen, Udalric wäre der Auserwählte der Götter. Sie behaupten auch, die Götter wären gnädig. Hexer, sicher wäre Ceres nicht froh, mich zu sehen, aber du bist nicht zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Leb wohl, Ankret.